Moin und willkommen zu einer kleinen Special-Folge. Wir spielen heute mal ein bisschen mit dem Necromancer. Der ist Level 21 von mir. Ich wollte euch den mal zeigen. Mit dem Pyromancer machen wir natürlich noch weiter, aber jetzt gerade nicht. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Wir sind immer noch... Also wir können ins zweite Gebiet, aber ich starte immer grundsätzlich im ersten. Denn dort sammeln wir dann mehr Items. Und wir sind immer noch nicht weitergekommen. Wir haben das Spiel noch nicht durchgespielt auf dem ersten Schwierigkeitsgrad. Und mal gucken, was uns erwartet, wie gesagt. Und ich fange aus dem Grund immer neu an, weil, wie gesagt, wir kriegen die Items. Das ist ziemlich cool. Und wir haben jetzt hier mit dem hier, haben wir Skelett-Nahkämpfer, Skelett-Fernkämpfer und eine coole Special-Fähigkeit. Oh, das kenne ich noch gar nicht, das Lila, ne? Was ist das Lila denn für eine Fähigkeit? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Und wir können so einen Steingolem beschwören, der ist ziemlich cool. Der ist ziemlich stark. Am Anfang ist es halt immer ein bisschen öde, sage ich mal. Wir können auch so einen Korps werfen. So, wir beschwören mal ein paar von diesen Dienern. Jetzt kann ich gerade keinen mehr beschwören. Wir brauchen halt immer einen Korps in der Nähe. Und ihr seht links oben unter meinem Bild drei Nahkämpfer, zwei Range-Kämpfer und den Golem. So viele kann man beschwören. Ich glaube, das geht auch nicht höher. Zumindest ist mir nichts bekannt, dass es höher geht. Bis jetzt. Und ich weiß, die ersten Level sind immer ein bisschen langweilig, aber wie gesagt, wir brauchen die Items, um später voranzukommen. Denn das Game ist, wie gesagt, nicht einfach geworden. Und in den früheren Verlaufen, wo ich immer gespielt habe, habe ich genauso gespielt. Und es hat mir das Game in späterem Verlauf auf jeden Fall vereinfacht. Klar leveln wir hier nicht so schnell, aber... Das Leveln ist ja auch erstmal nebensächlich, denn wir brauchen coole Items. Dann zischen wir jetzt einfach durch. Meine Monster haben auch ziemlich viele Lebenspunkte. Was ihr seht, 5000, also 5k und ich glaube der Golem 6k sogar. Das ist halt sehr, sehr stark. Und wir haben eine Fähigkeit, also wir haben jetzt den Doppelschuss, das ist jetzt neu bei mir mit dem Necro. Das ist ein Spell. Jetzt kommt der Boss. Des Weiteren haben wir die Fähigkeit, solche komischen Spektraldinger zu schießen und diese lilanen kenne ich gar nicht. Wo haben wir denn den Boss? Ach, Pogocho. Pogocho ist selbst über eine Falle gelaufen, das hat uns das vereinfacht. Wenn Bosse über Fallen laufen, ist das ziemlich stark. Wir gucken mal. Strange. Nee, und All Stats. Wir haben mit dem anderen alle Talente. Mehr Erfahrung kriegen wir. Minus Armor, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir können uns später im Verlauf sogar heilen. Und wegen diesen Items gehe ich halt die ersten Level ab. Wir haben jetzt Stone-In-Effekt. Und wenn wir jetzt in den höheren Ebenen anfangen, ist es zwar nicht mehr so einfach, aber wir kriegen halt unsere Items nicht. Und vielleicht kriegen wir mit einem Hit K.O. Früher war das so, One-Hit K.O. hat auf dem Boss funktioniert. Ich weiß nicht mal, wie es jetzt ist. Angeblich soll es gefixt worden sein, dass der Boss da nicht instant tot war, weil in einem Video von mir, was ich als allererstes hochgeladen habe, das ist ganz, ganz lange her, das habe ich für YouTube mal so hochgeladen, weil es ein Bug war und dem Evictor gepostet, war es ja so, dass mein Archer sich geboostet hatte und ich instant so schnell casten konnte und dann mit dem One-Hit-KO sogar den Endboss, den letzten, mit einem Hit tot gemacht habe und das war, ja, ein bisschen langweilig, wirklich langweilig. Ich finde diese Archer ganz schön nervig, ernsthaft. Es sollten mal mehr Nahkämpfer kommen. Immer diese Archer. Was haben wir hier für eine Potion? Oh, dieser Vulkan, der seine Würstchen verschießt, das sollte man nicht unterschätzen. Die können ziemlich stark werden. So, immer weiter, gleich weiter, weiter. Damit wir schnell vorankommen und uns nur Items farmen. Wie gesagt, wer das Spiel zum ersten Mal spielt, das ist halt, wie gesagt, ein Vorteil, um euch zu pushen. Ist eine ziemlich coole Sache. In die Falle dürfen wir nicht reinlaufen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die macht. Die Fallen wurden ja allgemein verstärkt. Nicht, dass ich mit einem Hit K.O. bin. Da habe ich nicht so Lust drauf. Diese Fähigkeit ist so stark. Das ist echt cool. Ich muss auch mal gucken, wie das wird mit City Skyline, weil ich habe ja zurzeit Hand of Fate und diese Hand of Fate Parts sind riesig.
Und da muss ich mal ein bisschen gucken. Wir haben einen Fernkämpfer verloren, deswegen habe ich den gerade gespawnt. Und wir brauchen mal ein paar mehr Lebenspunkte. So, wir haben Level Up. Das gehen wir gleich, wenn wir das Level geschafft haben. Diese Würmer nerven auch dermaßen, ne? Jetzt müsste ja gleich der Boss kommen in der nächsten Wave. Bin schon wieder in so einen blöden Pfeil reingelaufen. Man sieht die halt kaum. Ich finde den Necromancer ganz cool, dass ich nicht wirklich viel machen muss, weil ich habe meine Minions, die sind ziemlich stark und ich kann die immer wieder spawnen. Halt ziemlich heftig. So, jetzt haben wir den Boss und danach leveln wir erstmal. Ach, er hier ist es, der ist nervig. Aber wir haben ja zum Glück unsere Minions. So, und derzeit können wir mal ganz kurz ins Skillgebiet gehen. Der Doppelschuss, 12%ige Chance. Hiermit haben wir die Bombe, die wir schießen, das grüne Zeug. Wir nehmen das hier und ich werde mal ein bisschen auf Damage gehen. Was für eine Charm kriegen wir jetzt? Ah, die sind so schlecht. Das ist so selten, dass ich mal eine richtig gute bekomme. Ich bekomme echt selten richtig gute. Ich hatte mit meinem Archer, der leider auch verschwunden ist, weil er gelöscht worden ist, hatte ich so ein starkes Charm, ein Rar-Charm, was selten droppt und das hat mir so viele Statistikpunkte gegeben. Das war so cool. Und was auch cool ist, dass wir unsere Kreaturen mitnehmen. Dran 39.000 Lebenspunkte, das muss man sich mal reinziehen. Einmal wieder einen Spawn. Ihr seht das immer links oben, da gucke ich immer hoch. Da verschwinden bei mir die Monster. Die machen wir mal kaputt. Einfach schnell neue. Mit dem Necro könnten wir eigentlich auch in die Dungeons gehen, weil der ist, wie gesagt, ziemlich stark. Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall, um den Shop aufzumachen. Wo ist denn der Dungeon? Das ist ein bisschen blöd, dass das an der Karte nicht angezeigt wird, dass man da gleich hinlaufen könnte. Heißt, ich muss jetzt hier, weil ich so langsam bin, hier lang watscheln und hoffen, dass ich in die Richtung des Dungeons laufe. Wir können auch schon die nächste Wave rufen. Das machen wir nicht, wir gehen in den Dungeon rein. Oh, das war mies, dass dieser Stachel. Oh nee, ich hab mich nicht gesehen. Oh, das war mies. Oh, das war so blöd. Oh, komm schon. Komm schon. Dann machen wir nochmal ein kleines Special und machen nochmal den Nomad. Den habe ich kaum gespielt, den zeige ich euch mal. Das ist jetzt ein Nahkämpfer. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Heute sind viele Klassen neu. Und wir können auch so eine Art... Ja, wie soll man das nennen, was das jetzt war? So einen Schlag machen nach vorne. Ich glaube, ich werde mit ihnen nämlich eher sterben. Deswegen würde ich die 15 Minuten eventuell voll kriegen. Weil sonst gehen wir über die 15 Minuten. Und so seht ihr auch mal ein paar andere Klassen. Boah, die hat mich voll getroffen. Ja, wir skillen gleich mal. Ich glaube, wir skillen jetzt mal. Ich brauche das. Das ist der Damage Impact. Ihr seht halt, was für Schwächen der hier hat. Er ist halt ein Nahkämpfer und muss wirklich reinlaufen. Dafür ist er aber auch ziemlich stark, was das angeht. Also wenn ich da mal treffe. Die haben halt unterschiedliche, sag ich mal, Stärken, ne? Die Charaktere. Ein Nahkämpfer ist nicht gerade schlecht, aber er muss halt wirklich in den Nahkampf gehen und das macht ihn sehr verwundbar.
Aber erst am Anfang, in den ersten Leveln. Dafür habe ich halt ein bisschen mehr Rüstung. Und später wird er auch ziemlich, ziemlich stark. Mein Bruder hat mit dem gespielt gehabt, weil wir haben das Spiel ja schon ziemlich lange. Da gab es noch etliche Probleme und es ist ja immer noch nicht ganz gefixt. Es gibt ja, so wie ich das weiß, immer noch Probleme mit Multiplayer. Jetzt können wir Charge to the nearest enemy knocking back. Das machen wir mal. Ich gucke mir das jetzt mal an und ein bisschen mehr Schaden. Und es gab halt, wie gesagt, viele Probleme mit Multiplayer. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile beseitigt worden ist. Ich habe aber in den Kommentaren gelesen von den Entwicklerseiten, dass die Leute gesagt haben, bevor ein DLC kommt oder bevor sie das planen, sollten sie anfangen, ihre Bugs zu fixen. Ich weiß halt nicht, wie genau das ist. Oh, das war der Charge. Den habe ich noch nie gesehen, den Charge. Viele Fähigkeiten wurden halt auch verändert. Aber ihr seht, der kann ziemlich stark werden. Oh, das ist cool. Das ist ganz schön stark gewesen. So, den Ding hier wollen wir nicht fighten. Den kriegen wir. Oh ne, wir kriegen die Mumie. Die Mumie ist blöd, weil sie macht den Sandtornado und hat diese komischen Hände umrum. Und ihre Hände umrum machen Schaden. Das machen wir gleich mal. Wir chargen gleich mal. Oh, das war mies. Oh, Lebenspunkte, Lebenspunkte, Lebenspunkte. Boah, zum Glück haben wir den geschafft. Das Ding, das nervt mich so ein bisschen. Ja, schieß. Das nehmen wir mit. Egal was es ist, schnell was nehmen. Jetzt haben wir Lebenspunkte bekommen wir jetzt jede Sekunde. Das ist so ein Helfring. Ihr seht aber, dass die Dinger durchschießen können und das nervt halt. Oh, diese Würmer, die... Ich hab da ein bisschen Schiss vor, da hinzulaufen. Boah, Glück gehabt. Der Wurm kann sehr fatal werden. Schnell mal skillen. Was haben wir hier? Gives Werkings Attack a Chance to Stunnen. Okay. Der wurde anscheinend ganz schön verändert. Früher hat der ganz viele Tornados gemacht. Na, wo haben wir die andere Einheit? Es regnet Coins. Ein Coinregen. Juhu. Wir haben keinen Key. Wir haben immer noch keinen Key. Gucken wir mal, da haben wir einen Key. Oh, oh, oh. Diese komischen Dinger da. Müssen die so nervig sein? Boah, es ist echt heftig, Mann. Schauen wir mal, was wir noch so machen können. Einmal boxen. Und das ist bestimmt wieder so ein Krabbelvieh, ne? Ja. Einmal gestunt. Diese Kugeln, ne? Ernsthaft Kugeln. Könnt mich mal.
ganz kurz nochmal schnell skillen. Wir können nochmal anjumpen. So haben wir längeren Stun. Da haben wir eine größere Chance zu stunnen. Das möchte ich gar nicht mal. Und haben wir hiermit mehr Damage Impact. Das ist gut. Und machen wir mal ein bisschen auf Rüstung. Oh, schon wieder gegen den Baum gecharged. Komm, wir gehen jetzt mal die Kiste holen. Vor den Dingen habe ich immer Schiss. Aber wir haben ja auch den Heal Cage, das ist jetzt nicht so tragisch. Na, was haben wir hier unten? Das ist ziemlich stark. Das Unchargen. Macht ganz schön viel Schaden, wie gesagt. Oh, das war mies. Ja, dann machen wir die erst platt. Na, komm, 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 komm. Kritten, kritten, kritten. Ich verstehe nicht, warum die mich immer treffen. Cold Enhanced. Das heißt, wenn der mich trifft, werde ich eingefroren. Oh, 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 ich hab nicht mehr gesehen, wo ich war. Bin einfach irgendwo hingecharged. Muss ich zugeben, ich hab einfach irgendwo hingecharged. Schauen wir mal. Mal sehen, was für einen Boss wir jetzt kriegen. Ah, da ist hier oben. Kongo? Ist das Kongo? Corruption? Oh nee, das ist wieder der blöde Boss. Mit diesen blöden Fliegen. Kann man die nicht irgendwie kaputt machen? Dass die immer so blöd fliegen müssen. Oh, diese Fliegen. Schauen wir mal. Nee, Armor möchte ich jetzt nicht haben. Wir haben wieder ein Leben bekommen und wir haben jetzt... Oh, da war eine Kiste. Was haben wir jetzt? Das müsste eigentlich im Verhexen sein. Genau, Hexspell. So. Wir skillen das Unchargen und ein bisschen Schaden. Aber an dieser Stelle machen wir jetzt Feierabend, denn der Part ist jetzt lang genug und ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken mal in der nächsten Folge, was passiert, ob ich den Nomad ein bisschen weiterspiele oder wir einfach mal ein bisschen switchen, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Somit haut rein und bis zum nächsten Mal.